Ah, nicht stehen bleiben. Lauf! Lauf doch weiter! Warum bleibt er stehen? Ach. Ah, das gibt's ja nicht. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 in einem Spielwarengeschäft. Ja, mal gucken, wo uns der Fernseher als nächstes hinbringt. Zwei Stockwerke nach oben, wie es aussieht. Tja. Wie machen wir die Glotze mal aus? Mach mal aus hier. Aus. Wo kann ich jetzt noch hin? Hat zum Fenster raus, oder? Mann, Leute, das gibt's ja nicht. Dankeschön. Jo, wenn ich das jetzt ausschalte, dann wird's da unten Massenschlägerei. Ja. Ein Fernsehgeschäft oder was? Elektroladen. Ja, kann mich täuschen. Kann ich mich irgendwie verstecken? Da drin vielleicht? Denn ich muss das jetzt ausmachen. Das nützt nichts. Tut mir nichts. Nein! Er ist ja kaputt. Der ist jetzt kaputt. Tut mir leid. Leute. Liebe Leute. Liebe Kundschaft. Nehmt doch einen der anderen Geräte. Verdammt. Nein! Verdammt. Nochmal. Ich kann ja nichts dafür. Oh mein Gott. Ja, hier, klotz da rein. Nein, nicht kaputt machen. Nein. Mann, Mann, Mann. Oh, das war knapp jetzt. Alter Schwede, alter Schwede. Der Fanatismus, das ist so. Wie kann man nur so auf Fernseher gucken abgehen? Ich meine, läuft eh nur Werbung. Six! Komm raus! Nein! Komm! Oh nein. Kommt da wieder. Schwarzer Mann. Da. Axt. Knack. Nein. Nein, ist schon zu spät. Ist schon vorbei. Wo kommt denn die Axt her? Ich habe es gar nicht gesehen zuerst. Aus das Ding. Aus. Es ist eine Falle. Nein, es ist eine Falle. Nein, geh da nicht hin. Nein.
die Axt? Ah, da ist die Axt. Schnell. Mach die Tür kaputt. Nochmal. Nochmal. So. Schnell. Lauf. Rauf, rauf, kletter rauf, kletter rauf. Ach, ist der stehen geblieben? Okay. Alter. Nee, ich höre ihn schon wiederkommen. Schneller. Nein. Guck ich jetzt nicht rein? Raus? Ich schalte dich aus. Wo ist die Fernbedienung? Ah, haben wir nicht mehr. Ah. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Die Fernbedienung haben wir noch. Vielleicht können wir ihn damit bekämpfen. Der Ausknopf muss doch bei ihm auch funktionieren. Was? Ah, verdammt. Ich sehe es, ich sehe es. Ich habe es zu spät gesehen. Lassen Sie sich Zeit, junger Mann. Ich will keinen Staubsauger kaufen. Geh weg. Geh weg. Mann. Immer diese Vertreter. Schwarzer Mann Industries. Wir verkaufen auch ihnen was. Mann. Weg mit dem Brett. Ja, schnell, schnell. Ah, verdammt. Stimmt das so? Ah! Ja. So blöd wird er wohl nicht sein und danach laufen, oder? Ah, schon krass. Doch, da ist er. Ja. Ich habe keine Fahrkarte. Ich muss weglaufen. Der Schaffner kommt. Alles ist so langsam. Ah! Nein, nein! Wieso? Wieso? Ich war doch schon weg. Komm, lauf doch, Junge. Ja, nicht stehen bleiben. Lauf! Lauf doch weiter! Warum bleibt er stehen? Ach. Ah, das gibt's ja nicht. Manchmal echt, manchmal. Manchmal bringt da nicht mal ich die Schuld. Das ist, ab und zu ist es einfach das Spiel. Ne, wahrscheinlich bin's ich gewesen. Wenn ich gegen die Wand laufe, bin natürlich ich schuld, ist klar. Komm, trotzdem. Jetzt koppel das Ding ab. Ah. Haha. Autsch.
Jo. Ist es die Fernbedienung, die da neben mir liegt? Ja, ich habe keine Fernbedienung mehr. Mann. Hey, wo ist der Six Guys hin? Ich bin ganz schön angeschlagen. Hey! Ach, da soll ich lang. Ja, der arme Kleine. Hat echt viel durchgemacht jetzt. Bin mal gespannt, was uns da oben erwartet. Ah ja, der Sendeturm. Wir müssen zum Sendeturm. Was? Der Schwarze. Was macht er? Der schöne Hut. Da will ich jetzt aber einen neuen haben. Oh. Oh, oh, ich muss das machen. Ah. Okay. Wir haben die Macht jetzt. Wir können ihn verbannen. Habe ich es richtig gemacht? Ich hoffe schon. Komm schon, der kann ja nicht immer wieder aufstehen. So. Das sieht gut aus. Geht weg, ihr Häuser. Macht den Weg frei. Ha. Ja, da sind wir schon. Vor der lila Tür. Ohne Hut. Was für mich sowas heißt wie, das Spiel ist bald vorbei. Oder wir finden jetzt einen neuen Hut. Kann ich. Ja, ich kann auch keine Hüte mehr aufsetzen. Also glaube ich, wir sind jetzt nah am Finale.
Ja, diesen Gang kennen wir ja schon. Aus den TV-Passagen. Ich bin so gespannt, was hinter der Tür ist. Oh, die Tür geht von selbst auf. Hilfe, das schwebt ja alles hier. Alla! Alter. Zack. Hier noch das Auto. Zack. Und coole Physik, muss ich schon sagen. Ja, hey, Tür, Tür, bleib offen. Hey. Ich muss da rein. Bleib auf. Oh ja. Ich weiß nicht, wie das Gemälde heißt. Da gibt es ein Gemälde mit so Treppen und Türen und... so ein Psycho-Zeug halt. Was, alles, was gar nicht funktionieren könnte. Und so ein Rätsel scheint es ja auch zu sein. Erinnert auch ein bisschen an Ocarina of Time, wo man hier dem Lied folgen muss, um den richtigen Weg zu finden. Ich denke nämlich, dass wir hier auch der Musik nachgehen. Aber hier waren wir schon, oder? Aha. Hey, man sieht sogar einen Schatten rauskommen. Cool. Lup. Ja, aber wie kommen wir noch weiter? Jetzt bin ich rückwärts gegangen. Passiert jetzt was? Aha. Okay. Da ist kein Ton. Hier. Hier ist Ton, also Musik. Hier ist leise. Ja, wir gehen immer dahin, wo die Musik ist. Plop. Ich weiß ja nicht, ist da hinten vielleicht auch noch was? Nee. Gibt nur das. Oder diese Tür? Ja. Oh. Nein, nein! Oh, man kann runterfallen. Gut. Wissen wir jetzt. Man kann also immer noch sterben. Ist von der Perspektive ein bisschen blöd, weil man nicht weiß, ob man geradeaus läuft. So. Wie können wir jetzt gucken? Die Tür ist zu, aber die ist mit der Tür verbunden. Sieht man schön am Schatten. Komme ich da wieder raus? Das ist hier so ein Ekelton im Hintergrund. Muss ich jetzt rückwärts laufen? Schon, oder? War das richtig? Aha. Ich glaube, ich mach's falsch. Gut, also hier vielleicht? Dann hier so? Ach, das ist die gleiche Tür. Das heißt, wenn ich die Tür hier anschiebe, dann geht die da drüben auf. Ah ja, gut. Und ich komme dann da raus. Das... Aber ich will dann hier rein. Ne? Ja, das ist die Lösung. Denke ich zumindest. Kein Ton. Auch nicht. Also wir wieder zurück. Ja. Alter. Nein. Ja, das wird jetzt Tradition, dass ich da runterfall. Das ist echt, also, sorry, wenn ich sag, aber es ist schlecht gemacht. Denn aus der Perspektive hier kann man fast gar nicht geradeaus laufen. Da hochlaufen. Wenn ich jetzt auf der Treppe runterfall, dann ist es richtig schlecht gemacht. Also, ich glaube, es ist nur das Podest hier, wo man halt sich frei bewegen kann. Und die Treppe ist halt so, wie soll ich sagen, so ein Tunnel. Dass man auf der Treppe halt quasi gar nicht runterfallen kann. Also, ich glaube, die Tür ganz rechts hinten ist es. Hier hört man das Echo. Ah, da ist ein Loch. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Mann, jetzt sterbe ich ja öfter als im ganzen Spiel zuerst.
Ja gut, das heißt hier rein. Komme ich woraus da? Hier? Ah, was? Ja, aber das ist doch richtig, oder?